Hallo zusammen, ich habe die Ehre, dieses Dragon Touch Y88X Tablet zu testen. Und zwar besticht dieses Tablet vor allem durch den niedrigen Preis. Gestern, 15.12.2014, lag der Preis ungefähr bei 55 bis 60 Euro. Und das ist natürlich schon ein grandioser Preis für ein Tablet. Vor allen Dingen, weil dieses Tablet mit einem Quad-Core-Prozessor betrieben wird. 4x1,2 GHz. Bringt auch sonst alles mit, was man so benötigt. Es ist ein 7-Zoll-Tablet. Kapazitiver Display, also durch ist ein Touch-Display, G-Sensor für Bewegung, Verlagerung, 512 MB RAM, 8 GB internen Speicher, Vorder- und Rückkamera, ja, eigentlich alles, was das Tablet Herz begehrt. Ich zeige euch mal, was im Lieferumfang enthalten war. Also, es war natürlich einmal das Tablet enthalten. Dieses gibt es noch in anderen knalligen Farben. Erinnert mich ein bisschen an die Modelle von Microsoft bzw. Nokia, die Lumia-Geräte. So vom optischen her. Hier auch nochmal das Dragon Touch-Logo. Dies war im Lieferumfang enthalten, sowie ein Netz. Kabel bzw. Netzstecker, Netzteil. Ein USB-Kabel, Micro-USB. Sowie ein Hinweis. Wenn Sie Ihr Betriebssystem noch ein bisschen schneller machen möchten, also Ihr Tablet, dann installieren Sie die App Killer. Also so nette Hinweise. Read this first, also bevor der erste Betrieb losgeht, was man zu beachten hat. Sowie ein Support-E-Mail. Sowie Telefonnummer. Falls Fragen sind, kann man sich an diesen Support wenden. Dazu kam natürlich noch ein Benutzerhandbuch. Dies ist auch in Deutsch. Ein wenig wirr übersetzt. Man versteht aber alles und ist sehr liebevoll erstellt worden mit Screenshots und Pfeilen und Grafiken, sodass man auch wirklich jeden Schritt versteht und jeden Schritt nachvollziehen kann. Das gleiche gibt es nochmal in Englisch. Und ja, das war es soweit. Das Tablet an sich ist ausgestattet mit zwei bzw. drei mechanischen Knöpfen. Das ist einmal Lautstärke lauter und Lautstärke leiser. Dieser Knopf steht auch etwas weiter raus, sodass man ihn auch beim Halten auch fühlen kann. Das finde ich immer ganz nett, vor allen Dingen, wenn man schnell reagieren möchte, schnell leiser machen möchte, dann übersieht man die Knöpfe auch nicht so schnell. Des Weiteren gibt es einen mechanischen Knopf hier oben, das ist der Starteknopf, sowie Schnittstellen, einmal Micro-USB, dann der Netzsteckeranschluss sowie ein Kopfhörereingang bzw. Ausgang. Zusätzlich verfügt das Tablet über zwei Kameras, jeweils 2 Megapixel vorne und hinten. Das Betriebssystem an sich ist basiert auf Android 4.4.2. Das ist KitKat. Der Systemstart, der erste, verlief sehr schnell. Es war bereits alles eingerichtet. Es mussten keine Benutzerdaten oder weiteres eingegeben werden. Das ist natürlich sehr bequem für Personen, die noch keine Erfahrung oder wenig Erfahrung mit Tablets haben, so dass sie nicht gleich überfordert sind. Zudem ist das System sehr sparsam ausgestattet an Apps, was wiederum
Ein Pluspunkt meiner Seite aus ist, das System ist nicht überladen, sondern bietet wirklich fast den kompletten Speicher für eigene Zwecke, was man auch immer abspeichern möchte. Circa 1,5 GB werden vom System belegt. Das finde ich sehr in Ordnung. Das System oder die Android-Version ähnelt ein wenig von der Bedienung dem CyanogenMod, welches vielleicht bekannt ist. Ich habe hier zwei Leisten, einmal Meldung, einmal die Meldungsleiste und einmal die Quick-Einstellungsleiste, wo ich dann einmal Zugriff habe auf die Akkuleistung, sowie WLAN, Helligkeit und auch mein Profil, sowie Screenshots kann ich von hier aus direkt erstellen oder auch eine Bedienungsaufnahme. Also er nimmt dann das Bedienen am Tablet auf. Ja, was ist noch weiter dazu zu sagen? Standard-Apps sind installiert und zwar ist das einmal MoboGenie. Das ist ein alternativer App Store, über den ich auch meine installierten Apps wie zum Beispiel Gmail oder auch Chrome, den Browser, den Play Store und Co. aktualisieren kann. Der Play Store, der originale App Store von Google, ist natürlich auch installiert und kann auch eingerichtet werden, wenn Bedarf besteht. Zudem ist ein Kindermodus hier bereits installiert. Dieser kann eingerichtet werden, um spezielle Apps nur zuzulassen, um den Internetverkehr irgendwie auch ein bisschen zu überwachen. Daran sieht man vielleicht auch, an welche Zielgruppe das Ganze gerichtet ist. Surfen ist gar kein Problem. Der Seitenaufbau ist schnell. Allgemein die Bedienung über das Android 4 4.2 System läuft sehr flüssig aufgrund des Quad-Core-Prozessors und sogar 3D-Spiele funktionieren sehr gut. Ich habe hier zu Testzwecken GTA Vice City installiert und auch der Ablauf funktioniert reibungslos und ohne Stockern und Hängen. Also auch für 3D-Spiele ist dieses Gerät geeignet. Auch Musik hören kann ich natürlich. Die integrierten Boxen oder der integrierte Lautsprecher ist jetzt nicht erste Sahne, aber es reicht, um mal seinen Lieblingssong zu hören oder um auch den Spielesound zu verstehen und zu hören. Das gleiche gilt auch bei den Kameras. Sie sind vorhanden. Sind aber, sage ich mal, nicht der Hauptkaufgrund bei diesem Tablet, sondern es ist mehr als ausreichend für Videotelefonie zum Beispiel oder um einen schnellen Schnappschuss zu machen. Das Tablet wird geladen durch ein zusätzliches Netzteil, was ich jetzt nicht so ganz verstanden habe, denn auch wenn das Gerät an USB angeschlossen ist über den PC, kann ich natürlich auf meine Daten zugreifen und das Gerät wird auch geladen. Also das lässt sich nicht nur über dieses Netzteil laden, sondern auch über USB am Computer. Ich habe das USB-Kabel an einen USB 3-Port an meinem Computer angeschlossen. Das selber ist nicht USB 3 fähig, dieses Kabel, aber es geht natürlich etwas mehr Saft durch. Ja, was ist noch dazu zu sagen? Ein wenig Punktabzug muss ich leider geben, weil das Display manchmal nicht hundertprozentig das macht, was ich möchte, sondern ich muss dann ab und zu nachwischen. Aber das befindet sich alles noch im Rahmen. Das ist alles in Ordnung und funktioniert sehr gut. Vor allen Dingen zu dem Preis habe ich nicht so viel erwartet. Vor allen Dingen, dass die 3D-Spiele auch sehr flüssig ablaufen. Die Verarbeitung an sich
Ja, es ist halt ein Plastikrahmen. Der sitzt jetzt nicht hundertprozentig aufeinander, aber das Gerät hält zusammen und gibt soweit ein gutes Bild ab. Das Gerät kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich weiß nicht, für Tablet-Einsteiger ist es auf jeden Fall interessant. Da auch über die Bedienungsanleitung sehr einfach klar gemacht wird, wie das Gerät zu verwenden wird, verwenden ist. Und das darauf hat Dragon Touch sehr viel Wert gelegt, wie ich das so mitbekommen habe. Also wie gesagt, für Einsteiger ist es auf jeden Fall interessant. Für Senioren vielleicht, die ganz gerne auch mal mit einem Tablet sich auseinandersetzen wollen. Oder auch für das Kinderzimmer, um hier Spiele zu installieren, Spiele freizugeben. Und da soll natürlich kein so hochwertiges Gerät dann kaputt gehen.